Berlin bei Nacht ist nicht gerade ein Augenschmaus. Die Leuchtreklame verzichtet auf sprühende Geistesblitze und so betrachtet bietet Berlin wenig Originelles, ganz im Gegensatz zu anderen Metropolen. Aber das Nachtleben kann sich mittlerweile sehen lassen. Für Aufregung oder Entspannung ist hinreichend gesorgt. Gestern eröffnete ein Nachtclub, der durchaus internationales Format hat und den verwöhnte Nachtschwärmer bisher vermisst haben. Mit einem Kostenaufwand von 2,5 Millionen Mark entstand dieses exklusive Eldorado weltstädtischen Amüsements. Mit ihrem Getränkekonsum bezahlen die Gäste ein internationales Programm und auch die Kapelle aus Argentinien, die Crazy Gentlemen, die sich allerdings so verrückt nun auch wieder nicht gebärden, wie ihr Name befürchten lässt. Der Berliner Architekt Achim Bredow konnte in der Ausstattung seiner Fantasie freien Lauf lassen. Ein Industriekaufmann aus Frankfurt am Main war bereit, allein für die Decke 42.000 Mark springen zu lassen. Metallflaschen, die matt glänzend in verschiedenen Schattierungen diesem Nachtclub einen eigenartigen Reiz verleihen. 160 Gäste finden Platz und werden mit Pep bedient. Sie können sich allnächtlich vom technischen Clou dieses Nightclubs überzeugen. Das Tanzparkett wird zum Podium. Diese Hebebühne für internationale Attraktionen kostete allein 15.000 Mark. Das Programm steht unter dem Motto Weltstars am Start und das scheint nicht übertrieben zu sein. Vom folkloristischen Tanz aus Mexiko bis zum Striptease aus dem Crazy Horse Paris, von Spitzenleistungen der Artistik bis zum French Cancan aus dem Moulin Rouge wird alles geboten, was zu einer Nightshow gehört. Was zugegeben nicht billig ist, man merkt's an den Getränkepreisen, aber letzten Endes wird auch woanders nichts verschenkt. Fazit: Auch mit seinem Nachtleben kann Berlin sich sehen lassen.